dubnu 1945 byl zahájen hlavní útok Rudé armády na Berlín. Z západu se valí stejná síla v podobě spojeneckých armád. Říše je na pokraji svých sil a nikdo už nedokáže zadržet lavinu vojáků a jejich techniky na zemi i ve vzduchu. Stíhací bombardéry spojenců ničí poslední zbytky německé sítě železnic a bitevní letadla IL-2 Šturmovik začínají řádit už i v hlavním městě, Berlíně. Není kam se schovat, není kam utéct, jsou všude. Stovky a stovky letadel. A Luftwaffe? Pod obrovskou přesilou kvalitně vycvičených spojeneckých pilotů umírají nováčci po desítkách a zkušení experti na tom nejsou o moc víc. Sebevětší zkušenost je při poměru 1:30 úplně na nic. Díky absolutní vzdušné nadvládě se mohou beztrestně potulovat vzdušným prostorem skupinky stíhačů, ničitelů tanků. Jejich rakety likvidují poslední ojedinělé tanky Tiger a Panther. Do boje byly povolány poslední zálohy jen proto, aby zahynuli pod přívalem raket, bomb a granátů. Je to obraz zkázy a beznaděje. Je to soumrak bohu. Nein, nein, das alles sind Lügen und Verleumdungen. Die Feinde haben die letzten Reserven eingesetzt. Es genügt nur eine Weile aufzuhalten und es kommt die Wende. Ich weiß, dass manche von ihnen skeptisch sind. Im Hinblick auf die vorübergehende Überlegenheit des verbrecherischen Gegners. Aber ich kann Ihnen sagen, dass gerade jetzt, wenn der Feind denkt, dass er nahe des Triumph ist, gibt es hier der Grund zur Aussicht auf den baldigen Endsieg. Heute ist es schon absolut sicher. In dem militärischen Gebiet haben wir eine Menge von furchtbaren Waffen. Mit der vernichtenden Wirkung, die die Situation am Himmel sowie auf der Erde ganz umstoßen. Wir haben Strahljäger und Raketenflugzeuge, die schneller sind als alles, was die Amerikaner erzeugen können. Raketen V1 und V2, die radarunsichtbar und abschießenlos sind, werden sicher ein Aufgang. Diese Waffen verändern heftig die ganze Situation und werden für unsere Feinde die totale Vernichtung vorstellen. Naja, der Sieg ist schon zum Greifen nah. Nur ein Schritt und im Sommer sind wir schon wieder am Kanal. Ich denke, dass es wirklich überflüssig ist, an die übertriebene Ironie zu leiden. Glaubst du an den Endsieg nicht mehr? Und du ja? Es glauben nun die meisten Blendetten oder die Hochgestellten und von der Realität entfernten. Und das bin ich gerade nicht. Aber du musst anerkennen, dass diese Kiste sich den Respekt verdient. Wenn ich mich so umschaue, so kommt es mir wieder nicht so blendet vor. Und es wird Wunder sein, wenn wir alle Motoren problemlos starten werden. Und wenn auch das gelingt, dann sind 60 Flugzeuge, wie wenn man einen Feuerbrand mit nur einem Kiebel löscht. Wenn jeder zwei Motoren abzuschießen und zurückkommen schafft, dann wird es wirklich ein Erfolg. 12 Festungen sind viel, aber sie werden es nicht einmal fehlen. Aber doch, sie sollen, so sie werden. Mach keine Witze, sie sind doch Hunderte über Hunderte. Dafür, dass sie angeblich am Ende sind sie verdammt stark. Es ist schon Zeit. Wir müssen starten. Du Hans, du weißt doch gut, wie die Dinge stehen.
pass auch deine Nerdiken auf. Ohne Sorgen, Kamerad. Eine Stunde zurück.